WinCraft ist einer der beeindruckendsten Minecraft-Server aller Zeiten. Die wunderschön gebaute Welt, die epischen Bossfights und die tiefgründige Lore qualifizieren ihn damit zum vielleicht besten Minecraft-Server aller Zeiten. WinCraft ist ein MMORPG-Server. Das heißt, man ist in einer riesigen Welt zusammen mit tausenden von anderen Spielern, mit denen man interagieren kann. Man kann zusammen chatten, traden oder sich zusammenschließen, um die schwersten Bosse zusammen zu bekämpfen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass man Quests erledigen muss, seinen Charakter auflevelt und versucht, die besten aller Items zu bekommen, die in WinCraft Mythics heißen. Wenn man das erste Mal auf den Server joint, muss man erstmal eine Klasse auswählen. Insgesamt gibt es 5 Klassen. Den Warrior, der sehr viel Melee-Schaden macht. Assassins sind ausgelegt, sehr schnell und agil zu sein. Mages machen extrem Zauberschaden. Archer haben eine sehr hohe Range. Und Schamanen machen extrem viel Schaden, haben aber kaum Defense. Hat man dann eine Klasse ausgewählt, findet man sich in Ragni wieder, der Starter City. Von hier aus kann man sich aufrüsten und sein Abenteuer in die Welt von WinCraft beginnen. Die erste Challenge, die man findet, ist schon gleich vor den Toren von Ragni. Und zwar verschiedene Arten von Zombies. Diese kann man entweder mit seiner Hauptattacke bekämpfen oder seine Zauber einsetzen. Für wen das noch sehr einfach aussieht, glaubt mir, im Laufe der Zeit werden die Monster noch viel stärker und es kommen auch noch Bosse hinzu. Doch dazu später mehr. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, entweder die Storyline zu beginnen oder, wenn einen die Lore nicht interessiert, gleich in die Mob-Menge reingehen und Level grinden. Denn ein richtig festgelegtes Ziel in WinCraft gibt es nicht. Im Grunde genommen geht es einfach nur darum, Level zu grinden. Von Level 1 bis 105, das maximale Level. Wie genau du das machst, ist komplett dir überlassen. Die einfachste Möglichkeit und auch die zu empfehlenste sind Quests. Damit kann man die Lore von der Welt kennenlernen, alle Gegenden chronologisch hintereinander erkunden und auch ein paar Emeralds bekommen, die Währung dieser Welt. Wenn man aber alle Quests schon über 5-mal hintereinander gemacht hat und jeden einzelnen Stein der WinCraft-Welt auswendig kennt, es kann sein, dass ich ein bisschen zu viel Zeit meines Lebens auf diesem Server verschwendet habe, kann man verschiedene Grind-Partys joinen und sein Combat-Level auf diese Weise farmen. Je weiter man hochlevelt, desto mehr Fähigkeiten und Zaubersprüche schaltet man frei. Um diese Fähigkeiten zu lernen, öffnet man den Kompass und geht dann in sein Ability-Tree. Hier kann man sogenannte Ability-Points einsetzen, um neue Fähigkeiten zu lernen. Wenn man über Level 100 ist, kann man dann so viele Fähigkeiten, dass eine Grindparty dann so aussieht. Hier noch ein kleiner Funfact: Wir haben es sogar geschafft, den Server fast zum Abstürzen zu bringen an diesem Tag. Yay! How dare you! Jetzt hat man viele Mobs gegrindet, hat ein gutes Combat-Level bekommen und will jetzt endlich ein bisschen Action haben. Dann mach dich bereit und geh in den nächstbesten Dungeon. Dungeons sind riesige Räume voller Puzzle, Parkour und Mobs, die man bekämpfen muss. Und am Ende eines jeden Dungeons ist ein großer, epischer Boss, den man besiegen muss. Die Bosse sind definitiv das Highlight von WinCraft. Jeder einzelne davon ist so gut designt, hat spezielle Mechaniken und Fähigkeiten und manche davon sind ehrlich gesagt sehr anspruchsvoll. Wie zum Beispiel der Panic Zealot, der alle 5 Sekunden 99% deines Lebens abzieht. Oder das Auge, das mit riesigen Magmawürfeln auf dich schießt. Dabei muss noch bedacht werden, dass man auf diesem Server keine Mods braucht und all diese Bosse nur Command-Blöcke und Armor-Stands sind. Wie sie das geschafft haben? Keine Ahnung, vielleicht Magie oder so. Fakt ist, dieser Server ist einfach nur beeindruckend. Es gibt noch so viele andere Aspekte, wie zum Beispiel Loot-Running oder Professions, die ich in diesem kurzen Video gar nicht angerissen habe. Falls ihr den Server selber mal ausprobieren wollt, könnt ihr mit der IP play.wincraft.com joinen. Dies gilt aber nur für Java, denn dieser Server ist nur ein Java-Server, kein Bedrock. Tut mir leid, Bedrock-Spieler. Und ihr könnt auf allen Versionen von 1.9 bis zur neuesten Version joinen. Ich muss hier noch anmerken, dass ich nicht von diesem Server gesponsert bin. Ich meine, wer würde einen Kanal mit 360 Abos sponsern? Das ist alles meine ehrliche Meinung zu dem Server. So, und damit sind wir schon am Ende angelangt. Die Produktion dieses Videos war ziemlich aufwendig und falls ihr bisher zugeschaut habt, hat euch das Video wahrscheinlich gefallen. Deswegen würde ich mich über ein Like und ein Abo und den ganzen Rest freuen.